Gut, das läuft. Ah, das Blöde ist, ich habe jetzt gerade... vielleicht mache ich es mit einer Aufnahmepause. Das könnte vielleicht funktionieren. Ja, das, ich habe jetzt nämlich gerade das Problem, dass ich zeitlich ein bisschen in Nöte komme. Ich will aber eigentlich schon in dieser Aufnahmesession das zweite Buch abschließen. Deswegen werde ich mal gerade noch die nächste Aufgabe annehmen und dann werde ich aber meine Aufnahmepause machen. Ist vielleicht das günstigste. Ja, das wird vielleicht am besten so passen. Gut, also noch kurz zu Radagast und dann, wie gesagt, mache ich eine Pause. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Die Vernichtung der Unholde kann uns bei dem, was noch bevorsteht, nur von Nutzen sein. Nun hört gut zu, denn es gibt noch viel zu tun. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Kapitel 10, Züchter der Toten. Die bloße Anzahl an Untoten in Haragmar weist darauf hin, dass es dort auch Arithmanen gibt, abscheuliche Geisterbeschwörer im Dienste des dunklen Herrschers. In vergangenen Zeiten lebten sie im Hexenreich von Angmar, doch der Weiße Rat glaubte sie für immer besiegt. Das war zweifellos ein Irrtum. Nur die stärksten Arithmanen, die Arith-Fürsten, verfügen über die Macht, die Geister des Schattenreichs zu beschwören. Die Kriegssänger tragen das Siegel ihres Arith-Fürsten. Durchsucht die Ruinen im Osten von Haragmar, vernichtet diese Kreaturen und bringt mir ihre Siegel. Wir müssen erfahren, welchem Arith-Fürsten diese Kreaturen dienen. Unsere nächste Aufgabe also, die Arithmanen-Siegel zu finden, damit wir endlich wissen, wer der Arithmanen-Fürst ist, dem sie dienen. Wir wissen es eigentlich schon, denn wir haben ihn schon gesehen. Es ist Ivar Bluthand, das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber, naja, man könnte es ja auch Radagast erzählen, aber warum sollte man? Nein. Gut, damit, wie gesagt, eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich weitermache und wir dann, ich glaube, noch 3 Kapitel haben, bevor das Buch zu Ende ist. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sind noch 3. Arithmanen, ja, ich glaube schon. Erstmal auf jeden Fall die Arithmanen-Siegel und dann sehen wir weiter. Bis gleich. Willkommen zum Badetag. Nein, natürlich nicht, aber wir haben uns wieder hier in den Blutkreis begeben, beziehungsweise in die roten Sümpfe und wir sollen ja Arithmanen-Siegel besorgen. Und da müssen wir erstmal jetzt Ausschau halten. Wir müssten irgendwo eigentlich auch schon hier draußen Arithmanen-Kriegssänger rumspringen, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten gibt es auf jeden Fall welche in Nandelu. Und ich muss sagen, das ist eigentlich im Buch 2 das Quest, das am schwierigsten ist, würde ich sagen. Weil die Arithmanen-Kriegssänger schon ganz schön nervige Bastarde sind. War nicht hier oben einer? Ich hätte gedacht, einer sei hier auf den Hügel schon. Ah, da unten ist einer. Ich sehe es doch schon. Ja, das Nervige ist auch, die haben halt immer einen Begleiter dabei. Und dieser Begleiter ist auch einer mit blauem Rahmen. Das heißt, der ist auch nicht ganz ohne. Aber wir schauen mal, wie es läuft. Wieso kommen die mir jetzt entgegen? Was fällt denen ein? Na, wir schauen mal. Vielleicht hätte ich erstmal auf den losgehen sollen, fällt mir gerade auf. Das wäre vielleicht besser gewesen. So, vielleicht mal den Spaltschuss. So, aber wenn wir den schon mal weg haben, hier den einen, dann können wir zumindest... Oh, 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 das sieht aber gar nicht gut aus, Mensch. Nein, nicht doch, nicht doch, nicht mich K.O. schlagen. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Lass mich ziehen. Oh Gott. Das lief ja gar nicht gut, Mensch. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wieso sind die eigentlich so schnell? Was fällt euch ein? Kommt mal ein Schuss drauf. So, vielleicht schaffen wir es ja, den Kriegssänger an uns dran zu halten. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal an, es werden wohl beide gleich wieder türmen. Oder? So, na, das ist nicht so gut. So, mach mal den hier. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mist. Das kann ein bisschen dauern. Das ist irgendwie kritisch hier gerade. Oh, interessant. Habe ich ihn jetzt abgeschüttelt oder wie sieht das aus? Nein, aber es könnte klappen. Ah, komm schon. Ja, sehr gut. Und den anderen, den lassen wir in Ruhe. Der kann uns mal. Der beschworene Diener, der ist mir egal. Wobei, weißt du, komm. Zack.
Ach, der verzieht sich gleich von sich aus. Das ist okay, das ist okay. Ja, das war gar nicht mal so souverän, wie ich das mir erhofft habe. Aber damit habe ich irgendwie schon gerechnet, denn ich habe schon gemerkt, mit dem Jäger ist es ein bisschen schwierig manchmal. Und das war jetzt auch wieder so ein Fall von schwierig. Das jetzt noch viermal? Na dann, Prost Mahlzeit. Ich muss auch zugeben, ich wäre gern schon auf Level 30, aber ich habe schon damit gerechnet, dass ich allein durch die Hauptquests nicht noch ein Level aufsteigen werde. Irgendwie war das zu befürchten. Jetzt würde ich aber mal hier oben schauen. Irgendwo hier oben steht auch noch ein Arithmanen rum, aber ich glaube, es ist kein Kriegssänger. Und ich glaube, es müssen die Kriegssänger zwangsweise sein, damit wir die Siegel kriegen können. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was soll's? Wir gehen mal wieder hier drüben in die Richtung. Das geht mit anderen Klassen weitaus besser, muss ich sagen. Also es gibt Klassen, mit denen kann man da weitaus souveräner die Gegner töten. Vielleicht sollte ich auch von vornherein wirklich nur auf den Kriegssänger losgehen. Das kann auch sein, dass das vielleicht die beste Variante ist. Ich weiß es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Das Blöde ist, die anderen Kriegssänger, die stehen halt hier schon in Nandelu rum und... Ja, da gibt's auch andere Untote. Das ist blöd. Hier steht der Unhold weiter vorn. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich gerne den Kriegssänger schon in die Falle reinlocken möchte. Wenn ich eine Falle aufstelle. Ach Mensch, das ist aber ungünstig hier. Ich werf mir auch mal hier diese Bogengesänge rein. Die sorgen dafür, dass die Schildwahrscheinlichkeit ein bisschen runtergeht. Die Blockwahrscheinlichkeit meine ich, bei den Gegnern. So, und dann knüppeln wir einfach mal so schnell wie möglich alles drauf, was wir haben. Vielleicht ist das ja eine adäquate Methode, um ihm möglichst schnell beizukommen hier. So, blöderweise habe ich jetzt natürlich noch nicht wieder die Fokusaufladung parat, aber das ging ein ganzes Stück besser. Ich glaube, das ist eine gute Variante. So, den Unhold. Ach, weiß der eigentlich. Komm. Ficken Sie sich, kleiner Unhold. Ficken Sie sich selbst. So, wunderbar. Das lief doch ein ganzes Stück besser als vorher beim ersten Nachrichtmann-Kriegssänger. So kann ich mir das auch für weitere Kämpfe vorstellen. Das ist in Ordnung. Das Problem ist, hier drüben ist auch noch einer, aber der steht wirklich ungünstig. Der steht hier inmitten der ganzen Untoten dort drüben. Ich weiß gerade nicht so richtig. Also da muss man wirklich sehr behutsam vorgehen, wenn man nicht sterben will dabei. Und ich muss zugeben, eigentlich ist es egal, ob ich sterbe oder nicht. Also es gibt ja Taten dafür, dass man nicht stirbt, und dafür gibt es auch Titel. Die gehen aber nur bis Level 20. Das kann ich euch auch mal zeigen. Moment, ich gebe bloß mal eine Stelle. Hier dürfte eigentlich keiner hinkommen. Bei den Titeln. Hier steht's doch. So, da kriegen wir für alles mögliche ja Titel, die wir uns anlegen können. Wo haben wir die? Hier, genau. Für die 5. Stufe, ohne gestorben zu sein, das sollte jeder schaffen eigentlich. Also da bist du schon ein ganz schöner Trottel, wenn du das nicht schaffst, glaube ich. Ich habe es zumindest noch nie geschafft, schon vor Stufe 5 zu sterben. Das ist wirklich sehr schwer. Dann kriegst du den Wachsamen, bei Stufe 10 der Unbesiegte, der Unbezwingbare auf Level 14, auf Level 17 der Unversehrte und schließlich auf Level 20, wenn man das ohne im Kampf zu sterben erreicht, der Unsterbliche. Danach gibt es keine weiteren Titel mehr, die man erwerben kann. Also ich bin ja immer als Aigia aus Rohan bekannt. Ich glaube, ich behalte das auch. Als Mensch ist es ein bisschen merkwürdig, sich Unsterblicher zu nennen. Als Elb ist es ein bisschen was anderes, finde ich, wenn man sich da der oder die Unsterbliche nennt. Das passt irgendwo, weil die sind ja nicht unsterblich. Also es ist halt schwierig da zu unterscheiden. Meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen unsterblich und nicht auf natürlichem Wege sterbend. Ich glaube, im Englischen kann man das unterscheiden zwischen invincible und undying, aber ich bin mir ja auch nicht ganz sicher, ob das wirklich verschiedene Bedeutungsebenen sind. Also das eine sind halt die Elben, die nicht auf natürlichem Wege altern und sterben, aber durchaus getötet werden können. Und das andere sind natürlich Leute, die gar nicht getötet werden können. So, hier ist, glaube ich, keiner.
Gib mir mal ein paar Arithmanen hier, Mensch. Ich würde denken, hier draußen laufen auch welche rum. Ich will nicht nach Anandelo rein, das ist echt ungesund. Schon allein den, den ich vorhin getötet habe, der musste schon mittlerweile wieder respawned worden sein. Oder nicht? Naja. Was bist du für einer da? Das ist ein geiles Speierschütze. Okay. Vielleicht müssen wir dann wirklich nach Anandelo rein. Es nützt ja nichts. Was soll ich denn tun? Was willst du denn jetzt von mir, mein Freund? Komm, mach mal einen Abgang hier. Trotzdem geblockt, obwohl ich die Bogengesänge drin habe, die das Blocken verhindern sollen. Das finde ich nicht nett. Ah, und dafür hasse ich die geile Speier übrigens auch sehr, dass sie immer noch diese ekligen Würmer dann auskacken, wenn sie sterben. Ich glaube, anders kann man es wirklich nicht nennen. So, ich gehe mal hier drüben jetzt wirklich rein. Also ich glaube, hier draußen haben wir jetzt... Ach, siehst du mal. Aber wenn der Meister... Gut, der verzieht sich gerade. Dann ist okay. Den Meister von Anandelo muss ich mir nicht unbedingt als zusätzlichen Feind noch dazu holen. Das muss wirklich nicht sein. So, dann machen wir das nochmal auf demselben Wege wie gerade eben. Zuerst den schnellen Bogen, dann die fokusverbrauchenden Dinger. So, und da blockt er was von mir. Das gibt's doch nicht, die Sau. Komm, schneller. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. So, und da brauchen wir noch nicht mal diese Notfall-Fokus-Aufladung, ne? Das Gute ist halt, durch die Falle bleibt der beschworene Unhold einfach stehen, wo er ist. Eigentlich können wir uns auch holen. Dadurch, dass er so geschädigt ist schon durch die Falle, ist er halt auch eigentlich ein leichtes Ziel dann. Zack. Ich sag's ja. So, also mit ein bisschen strategischem Vorgehen klappt es doch ganz gut mit dem Jäger. Also ich muss halt immer noch ein bisschen warm werden mit ihm, auch wenn ich jetzt schon fast Level 30 bin, aber ich finde, es braucht eine ganze Zeit, bis man wirklich richtig effektiv mit einer Klasse umzugehen weiß. Und ich fühle mich da natürlich am wohlsten mit dem Barden, weil Torwert, mein Hauptcharakter, der Level 100 ist, natürlich Barde ist. Also ich habe da schon so viel Zeit als Barde verbracht. So, was haben wir denn da? Verteidigung der Toten. Bonus auf Schwertschaden wird da freigeschaltet. Und was habe ich jetzt gerade? Bonus, Taktik und Macht. Ja, das könnte man fast anlegen, ne? Schauen wir mal kurz. Das ist die falsche Abteilung. Hier, da kann ich nämlich diesen Aufwerkshaken mal rausmachen. Den brauchen wir nicht. Das ist eine Nahkampfattacke einfach. Hier, Bonus, Taktik und Macht. Um 5% verbesserte Kraftwiederherstellung beim Einsatz von Gefährtenfähigkeiten der Kategorie Taktik. Ja gut, und bei der... Bringt es jetzt auch nicht so wirklich bei uns, weil wir keine Kategorie Machtangriffe haben. Macht ist ja Nahkampfangriff. Das ist ja alles Beweglichkeit, was wir hier machen. Ach, hier oben springen auch keine Arithmanen rum, ne? Shit. Ich hatte gehofft, dass hier... Ja gut, der unten. Und wenn ich... Moment, jetzt muss ich mal kurz den Gallespeier hier aus dem Weg räumen, aber dann könnten wir eigentlich mal uns ein Späßchen gönnen. So, Gallespeier weg. Fokus wieder aufgeladen. Dann machen wir hier mal eine Falle hin. Und, oh ne, jetzt hat sich der Gallespeier direkt dazugestellt. Das ist ja eine Schweinerei. Na komm, was soll's. Bis die da sind, bin ich hoffentlich schon aus dem Weg gegangen, dann... Wie, jetzt kommen die von... Wie laufen die denn? Ach, so laufen die! Aha! Dann stelle ich mich mal kurz hier drüben hin. Lade mal meinen Fokus direkt wieder auf. Und sobald er in Kampfreichweite ist, werde ich ihn mir holen. So! Na, das läuft doch! Und tschüss! Bis bald. Ich mache mich dann mal vom Acker. So, jetzt müssen wir theoretischerweise hier drüben wieder den einen Arithmanen-Kriegssänger haben. Ich habe leider vergessen, wo der stand. Das ist das Blöde. Wo war denn der? Irgendwo hier jedenfalls. Wenn wir uns den jetzt noch holen könnten, das wäre sehr komfortabel. Dann müsste ich nämlich nicht nochmal in das finstere Anandelo rein. Ich fürchte bloß, ich werde ihn nicht wiederfinden. Ja, es wird wohl am einfachsten sein, wenn wir wirklich nochmal nach Anandelo reingehen und uns den Arithmanen-Kriegssänger gleich am Eingang dort holen.
Ja, komm, bevor ich jetzt hier noch ewig rumsuche, da schwinge ich mich mal kurz aufs Pferd und reite mal wieder rüber nach Nandelu. Das ist immer so ein Quest, mit dem habe ich immer so meine Probleme, ich weiß auch nicht. Also einerseits, weil es nicht viele Arithmanen gibt, andererseits, weil man jedes Mal doch aufpassen muss, wie man an den Kampf rangeht, wenn man nicht sterben will. Also wir haben es ja im ersten Kampf gemerkt, da musste ich ja erstmal wieder schauen, dass ich reinkomme in den Kampf und dann lief es auch gleich ein ganzes Stück schlechter, als es laufen sollte. Da war ich ja wirklich sehr nah am Sterben dran. Es macht halt wirklich einen Unterschied, wie gut man sich vorbereitet auf den Kampf und wie man hineingeht. Selbst wenn man die gleichen Werte hat, sozusagen. Manchmal ist es auch einfach nur das Glück, wie in dem Falle, da ziehe ich ihn gerade nicht so viel ab, weil er offenbar einiges geblockt hat, das Schwein. Jetzt kommt noch dazu, dass er sich einen beschwört. Das hatten wir ja vorhin auch schon, das Spielchen. So, komm, dann gehen wir aber mal wieder einen Meter. So, aber wir werden jetzt einmal aus der Ferne schießen, damit haben wir ihn. Und jetzt können wir mal die Fluchtoption hier nutzen. Zack. Und schon sind wir aus dem Kampf raus. Ist das nicht bombig? Das ist halt die Kunst des Jägers, sich aus dem Kampf zu verziehen. Wir sind damit hier beim Respawn-Kreis rausgekommen. Der ist gleich ganz in der Nähe der Feste Gurut. Es gibt auch gleich hier drüben noch einen Respawn-Punkt. Der ist in der Nähe der Stelle, glaube ich. Also hier ist mal wirklich... Hier haben sie mal richtig freigebig die Respawn-Punkte verteilt in der Gegend. Da gibt es ganz andere Gegenden, in denen das anders ist. Also wenn ich zum Beispiel an die Trollhöhen denke, dort gibt es für die ganzen Trollhöhen 2, 3 Respawn-Punkte, glaube ich. Hier haben wir alleine um die Feste Gurut herum 2. Dort kann man schon mal wahnsinnig werden, wenn man stirbt und dann am Arsch der Welt ausgeworfen wird wieder. Ist nicht schön, aber naja, was will man machen, ne? Gehört halt dort dazu. Die Trollhöhlen werden wir uns, glaube ich, mal... Ja doch, klar, es gibt doch eine Hauptquest, das dahin führt. Kommt aber erst später. Wir werden erstmal, wenn wir die Einsam Lande abgeschlossen haben, wir sehen ja, hier drüben geht's zu den Trollhöhlen über die letzte Brücke. Das wird aber nicht das nächste Ziel sein während des Hauptquests. Aber erstmal wieder zurück zu Radagast, denn für den haben wir jetzt erstmal die letzte Töte-dies-Töte-das-Aufgabe gemacht. Hier ist ein Arith-Fürst. Diese Siegel tragen das Zeichen von Ivar Bluthand. Er ist ein mächtiger Fürst der Arithmanen und eine gefährliche und abscheuliche Kreatur. Er ist es, der hinter der Verderbtheit des Rotsumpfes steckt. Warum entfernt sich eine Kreatur wie Ivar so weit von Angmar? Vielleicht geht es um Macht, aber was genau sucht er hier? So, der Rotstein, den könnten wir, glaube ich, sogar gebrauchen. Ah, Vitalität, okay. Ja gut, ist immer noch besser als das, was ich jetzt gerade trage. Das habe ich mal während eines Quests bekommen. Oder für einen Quest, für den Abschluss eines Quests. Die Stiefel sind aber durchaus nett. Ich habe eine Aufgabe für euch. Kapitel 11, der Steinsprecher. Dieses Land hat in der Vergangenheit schon viele Schlachten gesehen. Manche sagen, dass der Sumpf seinen Namen vom Blut der Gefallenen hat, das die Erde tränkte. Aber mein Wissen über die Geschichte des Sumpfes ist begrenzt. Denn, wir müssen auch sagen, Radagast ist hier nicht zu Hause, sondern er ist jetzt gerade mal hier. Er ist halt ein Wanderer. Ich habe von meinem Mann namens Arik gehört, einem Weisen der Eglein. Er ist ein Steinsprecher, ein Gelehrter, der die Steine studiert und Erkenntnisse aus ihren Markierungen gewinnt. Arik kennt sich mit der einheimischen Überlieferung aus. Begebt euch zu ihm und bittet ihn um Hilfe. Zurzeit lebt er südlich von hier. Jenseits von Talath Gaun, unten in Harlog. Vielleicht können wir von ihm erfahren, was wir wissen wollen. In Ordnung, wir machen uns auf den Weg. Und jetzt gibt's mal wieder eine kleine Reiserunde und dabei werde ich euch noch weitere hübsche Ecken hier in den einsamen Landen zeigen. Ein paar lustige Stellen gab's ja schon. Manche Stellen habe ich auch jetzt nicht weiter aus der Nähe gezeigt, sondern habe bloß mal so drauf hingewiesen, hier und dort gibt's eine Ruine. Wie genau die aussehen, das will ich dann mal außen vor lassen an der Stelle. Achso, ich muss mal hier kurz... Nein, das nicht. Hier. Die Stiefel anlegen und den Rotstein anlegen. Wunderbar. So. Und dann machen wir uns auf gen Süden durch die bergigen, einsamen Lande. Ach, die Bäume sehen irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht. Ich mag die.
Gut, und wir werden jetzt gerade mal einen Ort besuchen, der leider nur zu den Nebenaufgaben gehört. Leider geht es da nicht hauptquestmäßig hin. Und das sind die Klaffsteine. Und die Klaffsteine sind die Heimat einer besonderen Gruppe von Leuten. Ja, nennen wir es mal Leute. Ich dachte beim ersten Mal, als ich dorthin gekommen bin, habe ich einen unglaublichen Schock bekommen. Weil ich dachte, dass es Gegner sind. Aber es sind keine Gegner, es sind Freunde. Die Erdlinge. Ihr braucht die Jorfkin nicht zu viel. Wir sehen Level 100. Wir wollen doch nur so leben, wie wir dies seit Ewigkeiten getan haben. Ja, die Erdlinge, auch Jorfkin genannt. Es gibt, glaube ich, auch noch einen anderen Namen, den habe ich leider gerade vergessen. Der andere Name, schade, dass ich den gerade vergessen habe. Der ist, glaube ich, finnisch für Kuhhirten. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sind die Erdlinge, kommen aus dem Norden und... Bald werden wir nichts als Staub in Erinnerungen sein. Ich weiß nicht, ob sie wirklich aus Forochel kommen. Denn in Forochel ist es so, das werden wir noch sehen. In Forochel haben sich die Spielemacher... Ihr braucht die Jorfkin nicht zu fürchten. Ja, ich weiß. Wir wollen doch nur so leben. In Forochel haben sich die Spielemacher sprachlich sehr an Finnisch orientiert. Und ich glaube, sie haben auch einen finnischen Ursprung. Ich weiß aber gar nicht, ob sie aus... Ich glaube, sie kommen nicht aus Forochel, sondern aus Westangmar. Was... quasi mittelbar an Forochel grenzt. Aber wir können sie uns mal dank kurz anschauen. Eurer Hilfe wagen wir endlich wieder zu hoffen. Ja. Die Jorfkin danken euch. Die sind eigentlich ziemlich cool. Es sind halt riesige Leute, ne? Das ist übrigens, das gehört nicht zu ihm selbst, dieses Ding auf seinem Rücken. Also das ist quasi der Aufsatz des Häuptlings. So ein Rückenpanzer mit riesigen Büffelhörnern dran. Das zeichnet den Häuptling aus. Auch Kekkonen klingt natürlich sehr finnisch. Ja, und die sind halt hierher geflohen, weil sie von den Trollen vertrieben wurden aus ihrer Heimat. Und deswegen haben sie Aufgaben, die es beinhalten, die Trolle zu töten oder Relikte, steinige Relikte zurückzuholen von den Trollen. Und hier geht's nach Süden rein in die Sümpfe, da wollen wir jetzt hin. Ist auch schön, hier geht's unglaublich weit bergab. Also vor allen Dingen sieht man das, wenn man unten ist, was das für ein riesiger Schildwall ist hier eigentlich. Das kriegt man von oben überhaupt nicht mit. Also dieses Gebiet ist so wahnsinnig bergig, das ist schon echt krass. Da können eigentlich nur die Trollhöhlen gleich nebenan mithalten. Die sind auch sehr zerklüftet und bergig. Aber dieses Gebiet ist auch, das sieht richtig schön aus hier, muss ich sagen. Ich werde euch das nochmal kurz mit zeigen. Während ich hier runterreite. Also hier unten selbst gibt es jetzt erstmal nur Insekten, die wir bekämpfen können. Aber hier, wir sehen schon hier in Harlock im Osten gibt es einen Wald. Und in diesem Wald gibt es Massen von Trollen. Ich werde mich da jetzt nicht reinbegeben, weil man da auch sehr auf der Hut sein muss. Denn die Trolle haben alle einen roten Rahmen. Das heißt, die Trolle sind alle so stark, dass man gegen einen alleine schon ziemlich zu tun hat. Ah, Eibenzweige, die nehme ich mal kurz mit, die schweren. Übrigens eine Besonderheit der einsamen Lande. Es gibt hier in den einsamen Landen drei verschiedene Arten von Hölzern bzw. von Erzen. Das ist nur hier so. Und zwar die zweite Stufe, also Esche bzw. bei den Erzen ist das dann Hügelgrab, Eisen und Silber. Dann die dritte Stufe, das ist bei den Hölzern die Eibe. Und bei den Erzen Gold und hochwertiges Eisen. Und die vierte Stufe gibt es hier unten schon mal in Harlock, so ein kleines bisschen. Das ist, uraltes Eisen heißt es, glaube ich, und Platin. Beziehungsweise für das Holz sind das die Lebethron-Zweige. Lebethron ist ein Holz, das die Elben auch benutzen. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ja, also hier gibt es auch wieder einiges an Ruinen der Arnora. Und hier nach Westen gibt es dann halt einen Wald, in dem es im Prinzip relativ, also da gibt es ziemlich klare Lichtungen. Und diese Lichtungen sind eigentlich genau wie hier auch sehr sumpfig und man steckt quasi knöcheltief im Wasser. Was ist das eigentlich für eine... Hier gibt's Quests. Ich wusste nicht, dass es hier Questgeber gibt. Das ist ja interessant. Das muss ich mir mal kurz anschauen. Diese Ecke habe ich immer außen vor gelassen. Ich wusste nicht, dass... Ach doch, wir sind schon im Süden. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Wir sind schon unten. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn das für eine Festung? Aber wir sind schon da. Natürlich weiß ich, dass es hier Questgeber gibt. Ich habe die bloß noch nicht gemacht, die Quests hier. Weil ich vom Hauptquestherrn nicht hier runtergeschickt wurde. Deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das erstmal. Und in der Düstermarsch gibt es nur zwei Orte, die wir ergründen können. Das ist einmal die Feste, in der wir gerade sind. Und Nindor, das ist eine Festung, die hier... Hier sehen wir sie schon. Die hier ist auch eine Ruine, in der gibt es Untote.
So, wir reden aber mal mit Arik. Die ganzen Nebenquests interessieren uns jetzt erstmal nicht. Ich grüße euch. Mein Wissen über diese Lande ist groß, das stimmt. Habt ihr eine Ahnung, wie ich an dieses Gewissen gekommen bin? Die Toten haben ihre Geheimnisse. Große Geheimnisse. Schreckliche Geheimnisse. Geheimnisse, die ihnen so viel bedeuten, wie anderen ein warmes Feuer an einem kalten Wintertag. Erinnerungen wärmen ihre Herzen, versteht ihr? Nein, wahrscheinlich versteht ihr nicht. Aber ihr werdet es verstehen. Oh ja. Ich bin überzeugt, das werdet ihr.